Es geht so schnell. Man greift beherzt in die Tastatur und hinterlässt der Öffentlichkeit seine Meinung. Auf Foren wie HolidayCheck wimmelt es von Bewertungen, die nicht nur sachlich sind. Da wird laut über andere Gäste, die Hygiene und den Service lamentiert und die Formulierungen sind deftig und darüber hinausreichend. Christian Scherk ist Berater für Online-Medien und Autor. In seinem Buch beschreibt er eine verhängnisvolle Entwicklung zu Lasten von Unternehmen und Einzelpersonen. Ehrverletzung, Rufmord im Internet findet heutzutage häufiger statt. Das liegt natürlich auch daran, dass es so einfach ist, jemanden im Internet zu schädigen. Also ich brauche einen Internetanschluss und einen Rechner und damit kann ich jemandem schon erheblichen Schaden zufügen. Das heißt, die Hürde ist deutlich gesunken. Zunehmend müssen sich auch Rechtsanwälte und Gerichte damit befassen. Denn viele Äußerungen im Netz sind nicht nur Beleidigungen. Es handelt sich um üble Nachrede, eine Straftat. Üble Nachrede, da geht es nicht um diese, steht nicht die Bewertung im Vordergrund, sondern es werden Tatsachen behauptet. Wenn ich also behaupte von jemandem, ich weiß, der ist wegen Vergewaltigung vorbestraft, ist das eine Tatsache. Aber diese Tatsache ist nicht sehr angenehm, sondern ist in der Tat geeignet, mich in meiner Ehre herabzuwürdigen. Und wenn diese Tatsache nicht nachweisbar ist, dann ist das eine üble Nachrede. Kaum einem Internetnutzer ist bekannt, dass nur wenige Tastenanschläge darüber entscheiden, ob aus der Beleidigung eine üble Nachrede wird. In der Praxis geht es in der Regel um Geldstrafen. Und den üblichen Folgen, die eine solche Verurteilung nach sich zieht, sie sind eben vorbestraft. Viele Kommentatoren in Internetforen fühlen sich sicher, da sie anonym mit Tarnnamen agieren. Doch dies ist kein Schutz, musste eine Nutzerin dieses Forums erfahren. Sie kritisierte eine Ärztin in ihrem Eintrag so scharf, dass diese Strafanzeige stellte. Der Portalbetreiber musste ihre Identität offenlegen. Die Personen wissen ganz genau, wenn sie etwas Negatives schreiben, wie stark sie einem Unternehmen damit schaden können. Wir haben ja auch in unserer Klientel ganz viele Hoteliers, die klagen ja auch darüber, dass Gäste zu ihnen kommen und sagen, ich gebe dir eine Negativbewertung oder du gibst mir einen Nachlass beispielsweise auf den Preis oder ich kriege nochmal eine Wellnessanwendung extra. Solche Fotomontagen bewegen sich juristisch in einem Grenzbereich. Auch solche Bilder können eine üble Nachrede darstellen. Der Beleidigte geht zur Staatsanwaltschaft, erstattet eine Anzeige. Der Anfangsverdacht einer Straftat ist sicherlich da und die Staatsanwaltschaft reagiert in letzter Zeit nicht selten so, wie sie eigentlich auch bei anderen Delikten reagiert, indem sie nämlich oft eine Hausdurchsuchung macht. Bei demjenigen, der möglicherweise Informationen darüber hat, wer denn der Anonymes ist. Der Deutsche Anwaltverein warnt, in Zukunft könnte häufiger wegen übler Nachrede im Internet ermittelt werden. Die Zeiten, in denen man straffrei für ehrverletzende Bemerkungen davonkam, sind wohl vorbei. Denn Unternehmen wie Privatpersonen kämpfen um ihren guten Ruf.